Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alice Madness Returns. Immer noch in der Unterwasserwelt. Ja, in der letzten Folge haben wir die Zombies, die untoten Zombie-Schiffmänner von ihrem Leid erlöst und jetzt konnten sie von dannen ziehen in ihrem Zombie-Geister-Dasein. Trotz allem erlöst. Wenn ihr die Folge verpasst habt, habe ich sie euch auch oben in der Infokarte verlinkt. Und ansonsten sind wir immer noch, ich glaube, auf dem Weg zur Vorstellung eigentlich. Aber wir wollten vorher da in diese Nautilus-Muschel, beziehungsweise ich wollte das, ihr müsst jetzt Vodeloibe mitkommen oder ihr spult vor. Aber die Nautilus-Muschel ist wichtig. Wenn ich schon mal eine finde, dann muss ich sie auch mitnehmen. Weil immerhin gibt uns die ein bisschen mehr Leben. Vorausgesetzt, wir lösen das Rätsel richtig. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt falsch lösen kann. Keine Zeit zu Ich glaube, es verlieren. gibt nur Wir lösen haben oder doch nicht lösen. keine. Da ist der Hase. Da ist der Hase. Das kenne ich tatsächlich alles nicht. Ihr habt alle so viel Wut im Bauch. Scheiße, wie kriege ich hier keinen zurück, ne? Also entweder mal ist richtig oder ich hab's verkackt. Oh, ich hoffe, ich muss nur die drei besiegen. So, komm her hier. Dich besiege ich jetzt an und dann sind sie nieder. Mann, hat der aber schlechte Laune. Mal aufpassen, ich brauche mal so ein Talent und falle hier noch runter an. Oh oh. Oh, ich habe Angst. Oh oh, es wird eng. Noch mehr? Oh nein, ich krieg halt auch kein Leben zurück. Oh verdammt, und ich habe verkackt. Was für ein Käse. Möchtest du fortfahren? Ja, was soll ich sonst machen? Soll ich nach Hause gehen oder was? Das ist echt nicht leicht. Ich würde sagen, ich mache noch einen Versuch. Wenn ich es dann nicht schaffe, dann gehen wir halt einfach weiter. Wir starten halt aber auch schon mit wenig Leben, ne? Keine Oder Zeit ist es zu hier drin verlieren. voll? Wir haben doch keine. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Ich hau einfach auf alle drauf und gut ist. Ah ja, hier kriegen wir noch Leben dazu. Ey, 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 nur nicht. Scheiße. Aber wenn ich jetzt schon so viel Leben verliere, dann kann ich eigentlich auch gleich lassen. Also ohne Witz. Das hat eigentlich echt.
Ja, gut, okay. Ich würde sagen, lassen wir. Ist schade ums Leben. Ich könnte es auch hier schneiden und so noch machen, aber ich habe leider jetzt für die Folge nicht mehr so viel Zeit. Deswegen werde ich es jetzt leider sein lassen müssen. Schade drum, aber was soll's. Wir kommen auch so durch. Mehr schlecht als recht. Ich krieg das schon irgendwie hin. Aber leider kann ich nur noch diese Folge machen. Und ich kann die leider auch nicht überziehen. Also nicht zu sehr jedenfalls. Schade, schade. Hä? Es gibt unsichtbare Schweineschnauzen. Ey, sehe ich das gerade richtig? Das erklärt, warum ich so viele Schweineschnauzen nicht gesehen habe. Alter, wo ich dann immer da gestanden habe. Warum höre ich eine, aber sehe keine? Na wow, das erklärt echt alles. Krass, ich wusste nicht, dass es unsichtbare Schweineschnauzen gibt. Und was zum Henker wurde denn hier mit den Fischleuten gemacht? Ach du Scheiße. Bilder sagen mehr als Worte. Manchmal mögen wir sie nicht, manchmal verstehen wir sie nicht. Ich glaube, in dem Fall mag ich es nicht. Aber ja, rein theoretisch, ne? Es ist ja halt genau das, was auf dem Fischmarkt so abgeht, ne? Es ist eigentlich nichts anderes, nur dass es hier etwas anders dargestellt ist. Also eigentlich auch nicht anders dargestellt, nur... Ach, ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich zumindest. Warte mal, kann ich... Zu spät, ich hätte da noch hochgehen sollen. Mist. Ich glaube, jetzt können wir uns die Vorstellung angucken. Oder auch nicht. Hallo. Bitte folgen Sie den Lichtern. Es ist sehr offensichtlich. Ey, na? Lange nicht gesehen. Wieso redet ihr nicht? Hallo. Dem nicht. Ich glaube, die Vorstellung geht los. Ladies and Gentlemen! Willkommen zur Show! Ziemlich bizarre Show. Das reicht jetzt, denke ich. Genug Vorgeplänkel. Hier kommt, worauf alle gewartet haben, was beweist, dass ich keine Vorurteile, dafür aber einen feinen Sinn für Humor habe. Schwert und Krone zählen ja nicht. Alle dürfen ein Tänzchen wagen. Könige, Lords und Talaren gezücht, die blauen und die weißen Kragen. Das Schicksal bietet viele Tode. Dazu noch Leid. Das Schicksal erlöst nur wenige. Ein Schuldiger her muss. Feuer, Pest und seltene Krankheit, nasses Ende, Stich ins Herz. Ein langer Sturz von Kellerstufen, jäh ist's aus, keinen Scherz. Oft ist mein Werk beschwerlich hart, der Schweiß fängt an zu rennen. Nach dem Tanz muss ich dann ruhen und das Festmahl kann beginnen. Essenszeit. Vor dem Tod sind alle gleich. Alle haben das gleiche Recht, gefressen zu werden. Anstellen, Leute! Nicht drängeln! Jeder kommt ran! Boshaftes Viech! Feierst, während das Wunderland zerstört wird! Ich bin nicht der Feind, den du suchst, Alice. Ich wollte dieses Stück Wunderland vor dem Ungetüm verbergen. Diplomatie ist zwiespältig. Wir müssen alle unsere Rollen spielen. Bist du Bauer oder Dame? Idiot oder praktizierender Narr? Gleich wie es ausgeht, gewöhne dich an den Gedanken, dass du irregeführt wurdest. Und frag dich dann, von wem? Oh nein! Wer hat diesen verwünschten Zug in Bewegung gesetzt? Wo kommt er her? Er kam an, als du ankamst. Und er ist noch schlechter, als du es dir vorstellen kannst. Der Tod deines Traums! Die Raupe! Mag vielleicht nicht fliegen. Was für kranke Scheiße hier immer abgeht. Ich finde es auch immer sehr schwierig nachzuvollziehen, was hier eigentlich passiert. Aber ich glaube, das ist gewollt vom Spiel. Weil es halt auch genauso wahrscheinlich in Alice Kopf halt einfach ist. Da
Das Blut in meinem Mund schmeckt gar nicht. Wo ist der Kerl, der mich geschlagen hat, Nanny? Der miese Kerl ist bewusstlos, aber leider noch am Leben. Was wollte er? Was wir alle wollen. Geld für nichts. Was hast du dir dabei gedacht, dich einzumischen? Hättest draufgehen können. Nanny, ich bin völlig durcheinander. Ich muss wissen, was diese furchtbaren Visionen bedeuten. Es geht um das Feuer. So wie immer. Du musst weiterleben, Alice, so wie ich. Wenigstens sorgst du keinen Irrenhaus-Unsinn raus. Meine Vergangenheit ist tot. Ich habe sie umgebracht. Ich hätte sie retten müssen. Ich hätte sterben müssen. Ihr Verstand lag in Scherben. Radcliffe dachte, vertraute Gesichter würden sie zu sich bringen. Nach einem Jahr verlor er das Interesse an ihrem Erbe. Habgieriges Schwein. Stellt aber immer noch seine bizarren Fragen. Gute Dosis Wahnsinn, würde ich sagen. Aber in diesem Leben ist Ehrlichkeit nicht die beste Taktik. Wenn sie nicht komatös war, hat sie geglotzt, mit Augen wie Windräder, gesabbert, manchmal gekreischt. Aber nie etwas Sinnvolles. Kindisch wie sie war, hat sie ihre Geheimnisse für sich behalten. Ganoven und Spanne. Ordinär wie Kakerlaken. Und die armen Dinge sind nichts als Futter für Perverse. Wie Ameisen, die von einer Wespe gefressen werden. Oder die gelähmte Beute einer Spinne. Du hast mich in Rutledge besucht. Du erinnerst dich? Radcliffe hat mir was bezahlt dafür. Meine alleinstehende Frau muss manchmal Dinge tun, auf die sie keine Lust hat. Wie du sicher weißt. Schwester Whitless meinte, du würdest harte Zeiten durchmachen. Ich saufe nicht wie sie. Ich tue niemandem weh. Ist kein schlechtes Leben, Alice. Abgesehen von den Zuhältern. Sie sagte auch, du hast vielleicht mein Kaninchen. Bitte, Nanny, erzähl mir von... Dem verdammten Feuer? Also wirklich. Sieh mal, Alice, ich kann dir nicht geben, was ich nicht habe. Radcliffe hat den Untersuchungsbericht geschrieben. Ich bring dich zu ihm. Er hat auch dein verfluchtes Kaninchen. Erinner dich dran. In Ordnung, aber Mr. Radcliffe ist nutzlos. Als wüsste ich das nicht. Puh, sehr viele Informationen. Mr. Radcliffe war doch jetzt... War das der erste oder der zweite Arzt? War das der Arzt, der praktisch... den wir noch nicht gesehen haben? Oder war das der Arzt aus dem Heim? Ich weiß nicht. Redet hier noch irgendwer mit mir? Hallo? Also irgendwie ist ja die Nanny da nett zu uns, aber irgendwie hat sie es auch nur dem Geld wegen getan. Aber welchen Bezug hat sie denn eigentlich zu uns? So ganz raff ich es nicht. Manchmal gibt es so Gespräche. Yo, hat mich umgetan. Momentan nichts zu machen. Wimmelt nur so vor Polypen da seit dem dreckigen Mord. Also manchmal kann ich mit den Gesprächen nicht ganz was anfangen. Hallo? Oh, sorry, ich wollte nicht stören. Entschuldigung. Ich mag die Zeit, in der das hier spielt. Dafür würde ich Ihnen höchstens die Hand schütteln, Sir. Angesichts der Qualität der Ware. Mein Radcliffe. Irgendwas klingelt immer bei dem Namen. Ja, wer ist da? Ich komm nicht drauf. Alice Little, Mr. Radcliffe. Ah, du bist zurück. Komm besser hoch. Achtung, Tür öffnen. Ich glaube, das ist der andere Arzt, der sie praktisch in der Klapse, also im ersten Teil, behandelt hat. Aber den haben wir da nie gesehen. Den kennen wir jetzt ja nur von den Flaschen her. Hat hier was geblinkt? Nee. Radcliffe, woran erinnert mich der Name Radcliffe? Irgendwie, ich weiß nicht. Eine alte Schriftscholle aus Pergament mit dem Zeichen aus indischer Tinte. Radcliffe, mein Chinesen, erfanden diese Tinte durch Mischen von Ruß, Lampenöl, Eselhaut, Gelatine und Moschus. Er weiß erstaunlich viele Dinge. Ach, die hier, okay. Ja, erstmal umgucken. Ich glaube zwar, wir müssen nach oben, aber hey. Asiatisch angehaucht. Aha. Der Radcliffe ist also ein Freund von asiatischer Kultur. Okay. Radcliffe, der aus spannenden Drücks
machen kann, was der aus spannendem Dröges machen kann, sagte, die gebogene Klinge sei ein Maitu-Katana des 16. Jahrhunderts und die kürzere ein Wakizashi. Beides Samurai war. Okay. Lesen ist heute nicht mehr so meine Stärke. Xuanda Porzellan, meinte Mr. Radcliffe, ist der Höhepunkt der Ming-Dynastie, Alter. Ausspucken, sortieren. Wunderschöne Formen, die besten Farben und dekoriertesten. Was? Und die dekoriertesten Dekors? Alter Schwede. Reden wir nicht drüber, ne? Ich lese gerade wie so ein dreijähriges Kind. Na, nee, nicht ganz, aber naja. Na, ist also wirklich der aus der. Er sitzt hier in Schlafklamotten erstmal. Sie haben mein Kaninchen. Hast deine Manieren vergessen? Was wohl sonst noch? Du hast es in Rutledge zurückgelassen, meine Liebe. Das hatten wir doch schon. Beleidigt, wie üblich. Triefend vor Dünkel und wirren Vorwürfen. Ich hätte ihr Kaninchen gestohlen. Lächerlicher Vorwand. Sie ist wieder wegen des Feuers hier. Das Einzige, worüber dieses verrückte Gör sprechen will. Laut meinem Bericht starb die Familie durch einen Unglücksfall. Sie will es nicht akzeptieren, kommt immer wieder mit ihren mörderischen Erinnerungen. Will unbedingt die Wahrheit erfahren. Wahr ist aber wohl, das Feuer brach in der Bibliothek aus, als die Katze eine Lampe umstieß. Eltern und Schwester wurden oben von den Flammen eingeschlossen. Ihre Schwester Lizzie schloss nicht mal die Tür auf. Starb im Bett. Dass die Katze schuld sein soll, macht sie rasend. Sie verneint es. Das macht keinen Sinn, kann nicht sein und so weiter. Stimmt. Ich hatte von Anfang an den Eindruck, Alice sei eine Pyromanin. Sie hatte diese Fixierung auf Feuer. Als ich einmal anmerkte, dass sie selbst vielleicht eine größere Rolle bei diesem Drama gespielt hat, bekam sie eine Art psychotischen Schub. Jetzt bleibt ja die Frage offen. Ist Alice einfach nur seelisch kaputt? Abgerissen? Ich wollte es. Was von meinem Hirn übrig ist, wird explodieren. Ist es verrückt, für bessere Halluzinationen zu beten? Vielleicht ist es mein Schicksal, hier zu sterben. Was ist da denn? War der nie hier? Alle beweglichen habe verschwunden. Nichts als Staub, Flecken und Tabakgestank. Keine Spur vom Bericht des Leichenbeschauers, geschweige denn von Kaninchen. Verdammt. Hat sie sich das also nur eingebildet? What? Vor allem, warum Leichenbeschauer? Warum redet sie jetzt auf einmal von einem Leichenbeschauer? Was ist das hier für ein Fleck? Ich bin mir sicher, dass ich bereits hier war und doch ist mir der Anblick nicht vertraut. Vielleicht wurde gebaut, vielleicht war Sommer, vielleicht war ich zerstreut. Hey. Alice scheint kaputter zu sein als... Jetzt ist auf einmal Winter? Witzig, was ist denn jetzt Realität und was nicht? Oh. Oh oh. Ich glaube, sie ist jetzt wieder durchgeknallt. Aber wieder so richtig durchgeknallt. Ach du Scheiße. Er zerstört das ganze Wunderland. Suchst du Zuflucht vor der bösen Welt? Vielleicht sehen die Dinge nur so aus, als wären sie die Hölle. Du bist kein guter Lügner. Und ich bin längst nicht so dumm. Aber eine etwas weniger katastrophale Welt wäre angenehm gewesen. Dieses komplette Desaster ist dein Werk und es wird noch schlimmer. Dein Zug folgt deinem höllischen Fahrplan. Tu etwas. Zeit wartet nicht. Die Veränderung hat eingesetzt. Dieser Zug versetzt mich in Angst und Schrecken, Katze. Such dir eine andere Aufgabe. Gibt es wirklich so wenig Hoffnung? Noch viel weniger. Und wenn die Angst dich lähmt, sind wir verloren.
Portal der Verdammung. Interessant. Oh oh. Oh. Oh 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 oh. Ach nö, nicht wieder der. Einfach kaputt machen. Ist egal, ich kassiere einfach jeden Schlag ein. Mal gucken, wer länger aushält. Gut, in dem Fall habe ich es jetzt gemacht. Meine Güte, ich hasse diese Viecher, ne? Hä? Ach naja, das ist ja prima. Ich wollte sagen, irgendwas haut ja hier mit der Steuerung schon wieder nicht hin. Oh, das ist doch das Rauchgefäß der Raucher? Boah, Teamanrunde. Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem ersten Schritt. Ein Schritt von der London Bridge könnte meine Reise beenden. Versagen als dein Vermächtnis? Ich hoffte, du seist mutiger. So, dann gucken wir uns doch mal hier jetzt nochmal kurz an, was jetzt hier nur eigentlich abgeht. Oh je. Hey, 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 warte. Wir können das alles in Ruhe klären, okay? Ihr müsst nicht so sein. Oh ja, ich brauche noch viel mehr Leben. Mehr Leben, mehr Leben. Hallo? Na, da komme ich doch aber nicht hin. Ach so. Dieser schwadige Sips scheint nur so schwach und substanzlos wie dein Vertrauen in ihn. Er wird dich tragen. Vertrau mir. Was auch immer er redet. So, wo ist denn jetzt die Raupe? Ich will wissen, was hier abgeht. Kommen wir jetzt langsam zum Ende oder was ist hier los? Ich glaube, ich hätte gar nicht hier rüber gesollt. Gesollt, gemusst, hätte irgendwas gedönt. Sachen, Hilfe! Obwohl doch. Das sieht richtig aus. Ob ich das dann mitnehmen kann? Was ist es? Feind? Zum Anschießen? Zum Trinken? Zum Hören? Teekanone aufheben. Ach Gott, eine neue Waffe. Die Teekanone. Noch nie da gewesen. Brandneu. Spontan Teeparty schmeißen. Ein Volltreffer. Okay, eine neue Waffe. Die Teekanone ist ein höchst probates Mittel bei Feindesgruppen. Ich sehe schon. Je länger ein Schuss aufgeladen wird, desto größer ist der Radius des Einschlages. Die T-Kanone kann schwache Strukturen aus der Ferne zerstören. Du kannst mit Mausrad aufwärts, Mausrad abwärts zwischen Pfeffermühle und T-Kanone gehen. Ja, also haben wir einmal eine längere Waffe. Mit
einmal eine krasse. Die aber halt natürlich auch alles wieder längere Ladezeit hatte. Ah! Ich bin halt nicht so für diese langsamen Waffen. Ich kann so lange nicht denken. Bei mir muss das alles schnell gehen. Alles, was lange dauert, nervt mich. Oh Gott, warum ruckelt hier auf einmal alles so? Och nö. Naja, vielleicht kriege ich den Verfall jetzt kaputt. Es will mich schon wieder essen. Oh nein, 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 nein. Spuck mich aus. Böser Verfall. Du bist nicht nett, du. Das ist mir zu stressig. Das ist jetzt die Frage, ne? Ist die Waffe hierfür besser? Jetzt ist er richtig wütend. Aua, 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 aua. Alter, so viel kann ich nicht abbauen. Hilfe, 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 Hilfe. Ich muss hier weg. Jetzt dreht er richtig durch. Ach du Scheiße. Oh, oh. Ich stelle wieder zurück. Das ist krass, also wenn du in dem Modus einmal irgendwie an die Wand gerätst, dann bist du am Arsch. Ist halt echt so. Entweder es klappt jetzt oder es klappt nicht. Komm schon. Nee, er geht auch aus dem Modus nicht raus. Ach, Quatsch nicht. Huiuiuiui. Okay, da ich jetzt eh davon ausgehe, dass das hier noch ein bisschen länger dauern wird, wahrscheinlich, werde ich die nächste Folge dann starten. Ich mache mir kurz weiter, damit das Pfeifen aufhört. Die nächste Folge werde ich dann starten, wenn ich den hier besiegt habe. Ja, damit ihr euch den ganzen Kampf jetzt nicht nochmal angucken müsst. Es war ja jetzt auch eigentlich schon gegen Ende. Ja, aber ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und im Abspann habe ich euch die Playlist verlinkt für den Fall, dass ihr eine Folge nachgucken wollt oder vielleicht verpasst habt. Ja, und ansonsten hoffe ich, wir hören uns beim nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht es gut. Tschüss.